Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir hier im Kolosseum richtig abgeräumt, haben dabei erfahren, dass der Herr der Unterwelt in Gefahr schwebt und da wollen wir jetzt hin. Ob das gut oder schlecht ausgeht, das sehen wir erst vor Ort. Auf jeden Fall müssen wir erstmal nach Rosenbühl zurück. Ich würde sogar direkt sagen, in den Turm einfach. My liege, as avowed, I am here to enter thy service. Oh, Knarzival. Please, take this. Ein weiterer Portalit. With it, new locales are open to thee. A fine chance to bolster thy forces with ever stronger monsters. I am certain it will be of great aid in thy quest to defeat Randolfo the Tyrant. If I may be so bold, having surveyed this village, its defenses seem rather scant. For that reason, I shall remain here to protect Lady Rose as her sworn shield. Klingt doch gut. Er beschützt Rosi. Keine Einwände. So ein neuer Portalit kann ja abgelegt werden. Wir haben zu jedem Jahr jetzt die mittlere Ebene. Wiege des Unheils haben wir, glaube ich, gerade bekommen, oder? Nee. Ich gucke gerade, wohin hat er uns jetzt neu gerade einen Portaliten gegeben? Ich sehe nichts Verdächtiges. Gehen wir dahin. Before the goddess's might, which surpasseth any vessel, what are the lives of the meek but fugacious air? Finally, you're here. I've been waiting for you. You're the warder from the Cradle of Corruption. Ah, you haven't forgotten me. How delightful. I am Ludo. I'm here to call in the favor you owe me from last time. Favor? Oh, you mean for saving us from the watchdog? Indeed, I do. You see, a rather terrible dragon has taken roost nearby. He's a dimension-hopping hoodlum by the name of Wormsworth. He's been seen attacking numerous places throughout Nadiria. I'm rather fond of this little slice of pastoral bliss, which is why I'd like you to help me defend it from the menace we're facing. My thanks, O Prince. I knew you could be trusted to help. There's a village close by. I'd like you to meet me there.
I'll go on ahead. I yearn to renounce reason, the governance of our world. For here would I rather gaze upon paradise. Okay. Mal ganz kurz, direkt erstmal Karte gucken. Hier haben wir offenbar einiges an neuen Monstern zu holen. Und das ist nur eine leichte Untertreibung. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch was vor uns. Guck mal, das erste neue Monster steht direkt vor uns. Ein Ursa-Mario. Oh, scheiße, ich habe die Kampfautomatik noch an. Vom letzten Mal. Das hast du ja ganz toll gemacht, Shining. Aber hey, 1300 Erfahrung geben die hier ungefähr. Kein Kommentar. Wir wissen dadurch auf jeden Fall, dass 200 bei Weitem zu viel ist. Pam. Nein! Ich hab Dusel. Jetzt bin ich was am Bambuseln. Aufwachen. Ist in Ordnung. Okay, den habe ich aus Versehen umgelietet. So viel halten die halt nicht aus. Ach, jetzt hör auf, meine Leute einzuschläfern. Lecker Fleisch. Bekam 2%. Aber es hat funktioniert. Schlafmützi. Du bist ein Stinkstiefel. Das habe ich auch so gemerkt. Stufe 35? Du hast eine höhere Stufe als meine jetzigen. Holla, die Waldfee. Dafür war aber auch der Rang geringer, meine ich. So, dann probieren wir es nochmal mit dem Todmann. Ich habe auf Angreifen gedrückt. Nein. Ah, er schließt sich uns trotzdem an. Oh, was für ein Glück. Ich habe doch nicht komplett reingeschissen. Thomas. Ein Adrenalin-Junkie. Hat Wupp mit drin. Okay. Das Gute ist, alles, was ich hier anwerbe, kann ich definitiv auch in der Synthese nutzen. So, werde ich es schaffen, einen von diesen Kameraden hier anzuwerben? Oder werde ich nochmal reinpfeifen? Okay, den in der Mitte schon mal nicht. Als ob du jetzt hier in einem Rutsch meine Verstärker hier ausschaltest. Aua. Der Linke hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut eingesteckt. Herzhafte Haxe. 53%. You're one of us now. Binky. Passend zu seiner Farbe. Wilde Natur.
Ultra hart im Nehmen, multizüchtiger. Die letzten beiden Fähigkeiten interessieren mich. Klingt nicht so schlecht. Ja, also Rang D sind sie hier, aber dass sie alle Stufe 35 sind, gefällt mir, weil ich die kann dann instant in der Synthese nutzen kann. Ich lerne auch die deutsche Sprache. Bin zwar in Deutschland geboren, aber deutsche Sprache, schwere Sprache. Den Bären müsste ich nochmal finden. Ach, guck mal, da steht er ja. Die Waldechse haben wir. Nur Zeit, dich anzuwerben. Verdammt. Das war ein nicer Treffer. Deswegen habe ich den Ausraster bei mir blockiert. Der kann auch das eigene Team vernichten. Steak Surprise. Ach, wie das verdächtige Fleisch und das auch noch einen negativen Effekt hervorruft. Klingt nicht so schlecht. Okay, ich habe jetzt nochmal einen Ursa Major vor mir. Und tatsächlich überlebt er einen Krack. Also er hat gerade einen Krack abbekommen. 370 Schaden könnte ihr machen, ohne dass er drauf geht. Ich war übrigens einmal kurz im Turm und habe meinen Kameraden geheilt. Ich habe dich besser eingeschätzt als E. Krawallmacher interessiert mich. Ist ja richtig schlecht. Ein paar Einträge haben wir uns ja jetzt hier schon mal geholt. Lesen wir sie mal. Ursa Major. Diese wilden Bären sind bösartig bis ins Mark. Ihre Territorialkonflikte können entsetzlich eskalieren und ganze Wälder Monster leer hinterlassen. So sieht er aus. Apacadabrador. Das Heulen dieser Höllenhunde kann einen Hurrikan auslösen. Trotz ihrer wilden Art werden sie in Gegenwart ihres Herrchens sofort zu gehorsamen Schoßhündchen. Bravo, Fifi. Der Todmann. Diese Armen haben sich schon zu Tode geschuftet, aber man lässt sie immer noch nicht in Frieden. Wenn sie zum Kämpfen gezwungen werden, greifen sie mit ihrer Eisenkugel an und lassen eine Flut an Flüchen los. Die Armen. Schlafpilz. Diese bärbeißigen Pilze waren wahrscheinlich einst Menschen. Sie scheinen sich zu vermehren, indem sie ihre Opfer zwingen, von ihrem Fleisch zu essen. Wodurch sie sich in durch freudlose Pilzwesen verwandeln. Also wenn ich es richtig sehe, 2, 4, 5, 7, 8, 9 Monster fehlen uns hier noch. 10, Entschuldigung, 11. Direkt hinter dem Turm soll irgendwas sein. Ich sehe da einen Tropfen auf der Karte, aber der Tropfen, der sagt mir nichts. Das ist Kätzchen. Auswirbel. Die linke Katze hat am meisten abbekommen. Pam. Oh, die halten nicht viel aus. Die hat aber noch überlebt, die mittlere Katze. A Steak Surprise, das sehe ich mir noch auf. Ich wollte gerade sagen, du siehst so aus, als ob du mit willst. Ich nenne dich Darky. Beutelschneider.
dunkles Säbelzahnkätzchen. Wir Katzen von kleiner Statur, die aber trotzdem vor Bosheit strotzen und bereit sind, es mit jedem Feind aufzunehmen, ganz egal wie groß er ist. Mutiges Ding. Ach, das soll mir zeigen, hier ist ein Ei zu finden. Und was kriege ich? Was bist du denn? Ein diabolischer Dirigent. Nimm nicht einfach Diabolo. Sieht sehr merkwürdig aus. Choreograf hat er jetzt Fähigkeit. Also alles so Tanzfähigkeiten. Praktisch finde ich ihn jetzt aber nicht. Gehört er ja zufällig zu der Ebene hier? Nee. Ich sehe da was vor mir. Ein Moment. Da muss reingeknüppelt werden. Das sind einfach zwei Metallschleime. Also nicht, dass ich mir jetzt auch hoffe, dass ich die anwerbe. Faustwirbel. Ich erhoffe mir, die gar nicht anzuwerben. Ich hatte aber die Hoffnung, dass der Materialmärtyrer dem Ort nicht Schaden zufügt. Die müssen wir schnell ausschalten, bevor der abhauen kann. Weil Metallschleime haben diese Angewohnheit, sich schnell aus dem Kampf verziehen zu wollen. Hier laufen Metallschleime rum. Die geben so übelst Erfahrung. Da macht mein Herz Freudensprünge. Das Skelett hat kaum Erfahrung hierbei geliefert gerade. Aber die Metallschleime, die geben, meine ich, mindestens 10.000 Erfahrung. Also 15.000 haben die wahrscheinlich gegeben und die 1.200, die kamen jetzt nur von dem Skelett. Könnte sogar sein, dass die mehr gegeben haben. Also Metallschleime lohnen sich richtig hart, wenn man sie findet. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Um die Metallschleime anzuwerben, bräuchte ich wesentlich mächtigere Monster. Auch wenn das ein Rang-E-Monster ist. Man macht denen kaum Schaden. Ganz ehrlich, ich würde da mehr Prozente von dem Essen geben, was ich dem geben würde, als durch die Schläge. Deswegen, das brauche ich gar nicht versuchen. So, dich würde ich gerne noch versuchen anzuwerben. Ein Fleischfresser. Ich denke mal, ein Schlag kann er noch überleben. Machen wir den Todmann weg. Gammeliges Fleisch für den Fleischfresser. Na, ist nichts verloren. Hat tatsächlich funktioniert, auch wenn wir gerade irgendwie ein bisschen schwächer wurden. Ah, es pflanzt sie. Nervtöter. Ja, das glaube ich sogar. Ultrahell wach. Die Nebenfähigkeiten sind auf jeden Fall gut. Und auch das höllische Heulen ist ultra gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Debuffer. Ja,
ein Blasenschleim. So, wo komme ich hin, wenn ich das nutze? Ach, ist eine Abkürzung hier runter. Du bist wahrscheinlich das Megamonster hier aus der Ebene. Mit dir will ich mich ehrlich gesagt gerade gar nicht anlegen. Ich will nur das Ei da hinten holen. So ein anderes großes Monster. Ach, das ist der Ursa. Da kam ein Dunkelschleim raus. So, ich stehe jetzt hier in dem Turm. Ich würde hier gerne noch eben kurz die zwei Monster lesen, die ich noch bekommen hatte. Wie gesagt, Metallschleim traue ich mir nicht zu, dass ich den momentan mir anwerben kann. So, Fleischfresser. Fleischfressende Pflanzen, die keine festen Wurzeln schlagen. Als junges Gemüse ernähren sie sich von Insekten. Doch die größten Exemplare können einen Trollboss mit wenigen Happen verputzen. Ein Trollboss, ja sicher. Ah, hier ist der komische Kamerad ja mal endlich. Diabolischer Dirigent. Komponisten, denen zu Lebzeiten der große Durchbruch verwehrt blieb. Sie waren in ihrer Zeit so weit voraus, dass ihre Werke erst Jahrhunderte später Anerkennung fanden. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt beim heutigen Video Schluss. Beim nächsten Mal würde ich gerne ein paar Synthesen tatsächlich zum Anfang erstmal machen. Zumindest zu den Kameraden, die auf der Ersatzbank stehen. Unser Hauptteam würde ich gerne außer Star Lima eventuell erstmal so behalten, wie sie gerade sind. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, bis dann.